Zurück hier bei Terranigma. Wir haben es geschafft, die Tür zu öffnen und wir werden sehen, welcher Hilferuf hinter dieser Tür steckte. Habt ihr das auch gehört? Klar. Ich muss mal dringend auf Klo. Ich sehe euch später. Ja. Feigling. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Ihr wollt mich doch verarschen und dann kommt der Meister. Perl, was hast du getan, Scheißtür? Was? Ist es wirklich schon so spät? Schade. Dann muss ich los. Wir sehen uns später, Mann. Jetzt hauen alle ab. Oh nein. Hoffentlich kommt Melina jetzt nicht. Oh Gott, was mache ich? Okay, wenn wir... Ich sag Bob was. Bob, du Sau. Bob, ich habe eine kaputte Tür gefunden. Was sagst du dazu? Bob hat eine Tür kaputt gemacht. Auch ich möchte den Krieg. Du sagst immer noch dasselbe. Meine Güte. Okay, da hier alle Alzheimer-Demenz haben. Sie können sich nicht dran erinnern, dass sie Alzheimer haben aber dem. Das ist völliger Schwachsinn, Pat. Du erzählst Nonsens. Oh, scheiße. Ich habe keine Taschenlampe bei. Tschüss, ich gehe wieder. Nein, das ist Zeitschinderei. Ab, runter. Runter mit dir. Oh Gott. Warum haben wir... Das ist ja wie bei Jade Empire. Eine Geisterhöhle. Wir haben eine Geisterhöhle. Helft mir. Lasst mich heraus. Ja, ich hab's jetzt auch gleich der Geisterhöhle angepasst. Warum Let's Play ich das immer... Au! Es hat mich getötet. Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? Ach, ich hab so einiges schon gebrochen. Ich hab mir mal die Nase gebrochen. Ich hab mir mal das Bein gebrochen. Ich hab den Hühnerschnabel gebrochen. Ich habe... Ja, als ich mit den Hühnern Fußball gespielt habe, habe ich sogar Krüge zerbrochen, weißt du. So sei es denn. Tritt näher. Konzentriere all deine Kraft und betrühre die Truhe. Hey, deine Stimme ist kaputt. Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich bin... Was ist das denn? Ich habe Navi gefunden. Für die es nicht wissen, Navi ist eine Fee aus The Legend of Zelda. Endlich! Nach all den Jahren, ich bin wieder frei! Du musst mein Befreier sein, mein Retter. Ja, yeah. Ich habe viele Namen für dich. Ich bin Fluffy oder Fluffy, wie du willst. bist du ein Dämon? Bist du ein Pan oder so? Hat der Weise dich deshalb... Ach, scheiße, Mann. Wenn ich spreche, steht doch Pat drüber. Ich bin krank, ich bin verrückt. Tut mir leid, Freunde. Hat dich der Weise deshalb unter Verschluss gehalten? Mich? Das war doch... Oh Mann, ey, verdammt. Oh, scheiße. Okay, ich sammle mich erstmal wieder. Das ist ja alles kranker Scheiß. Das ist Blind Let's Play. Nein, da ist man nicht vorbereitet. Da ist man dumm. Da ist man echt... Blind ist blöd. Fluffy, ich bin ein Wesen, das älter ist. Als du es dir vorstellen kannst. Ja, was glaube ich dir aufs Wort? Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät. Deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelte sie. Sie ist mein Heim. Sie ist die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Oh mein Gott. Was ist das bloß für ein krankes Wesen? Ich will hier weg. Warum bin ich hier? Warum habe ich die Tür aufgemacht? Warum bin ich runtergegangen? Ich will doch bloß helfen. Da hat jemand Hilfe geschrien, ich bin runtergegangen, das erzähle ich denen. Und ich habe die Truhe, die Tür war offen. Was bedeutet diese Truhe? Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Und damit habe ich dich jetzt am Arsch, oder was? Und von nun an kannst du in die Truhe gelangen. Wann immer du in diese Lecktaste drückst. Diese Lecktaste. Ich habe sie Lecktaste gesagt. Ich werde dich nun in das Geheimnis einweihen. Folge mir. Nein. Zentrum. Wie, jetzt bin ich in der Truhe drin, oder was? Jetzt sind wir in der Truhe. Du kannst immer nur her wechseln. Ich bin in einer... Ich glaube, das Spiel hat... Die Macher waren auf Crack, als sie das Spiel gemacht haben. Nein, was ist hier los?
Das ist die Zauberschatulle. Hier werden magische Ringe und Medaillen aufbewahrt. Du kannst hineinschauen, um sie zu sehen, wie viele Kristalle du hast. Um zu zaubern, während du in der... Lesen bildet. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und verarscht sich nicht selber. Utensilienkammer. Wählst du in der Utensilienkammer die Schatulle an? Das ist das Handbuch des Kriegers. Hier erfährst du alles über deine Attacken. Dies ist der Ego-Spiegel. Hier sind sie. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glücks- und Erfahrungspunkte. Das ist das Optionsmenü. Hier kannst du die Tastenbelegung ändern. Was ist das? Achso, diese ist die magische Karte. Sie erleichtert die Orientierung im Labyrinthen. Dies ist das Buch der Aktion. Es enthält Hinweise zu allen Aktionen. Deinen Aktionen, um genau zu sein. Ja, das war's. Hoffentlich. Auf in den nächsten Raum. Nein. Ich hab die Schnauze voll von dir. Dies ist die Utensil. Oh, ich hab die Schnauze voll von deiner Stimme. Kannst. Bitte rede anders. Ist das dir möglich? Du bist ein Dämon. Du kannst doch alles. Okay. Um die hier aufbewahrten Dinge auszuwählen, drücke den A-Knopf. Oh, das gefällt mir auch nicht. Kannst du nicht wie ein normaler Mensch. Dämon reden? Ja, okay, dann rede ich wieder wie ein normaler Dämon. Oh nein, Mann, hör auf. Hör auf. Hör auf. Wir lesen das jetzt still durch, okay? Okay, das ist doof. Um jemanden einen Gegenstand zu geben, musst du ihn vorher auswählen. Wenn du die L-Taste drückst, wir sind in-game. Wird der Gegenstand beschrieben, du Trottel. Das gilt für Dinge, Zauber, Rüstung und Waffen. Hinter mir ist das schwarze Loch. Es verschluckt alles. Da geht er besser nicht rein. In jedem der drei Räume gibt es so ein schwarzes Loch. Um etwas loszuwerden, rufe mich, wenn du bei dem Loch bist. Auf in den nächsten Raum! Nein, da ist ein schwarzes Loch! Was? Was ist das für ein krankes Spiel? Waffen! Wow, beschreibt er jetzt mein Menü, oder? Waffen sind cool, deswegen muss ich meine Stimme verstellen. Dieser Raum ist die Waffenkammer. Hier sind alle Waffen gelagert. Um im Kampf bestehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Auf in den nächsten Raum. Rüstung. Dies ist die Rüstkammer. Hier befinden sich alle Rüstungen. Vergiss nicht, zu deinem Schutz immer eine Rüstung zu tragen. Auf in den nächsten Raum. Das ist wieder der Anfangsraum. Jetzt bist du dran, du wirst sterben. Ich hab dir alles erklärt und nun bist du tot. Jetzt bist du dran, erkunde die Truhe. Du solltest noch einmal in die Waffenkammer gehen. Ja, dort wirst du etwas ganz Besonderes finden. Du wirst es ganz sicher mögen, Pat. Krieg ich eine Pistole? Nein, ich hab's mir gedacht. Oh. Ach, ich kann mich bewegen. Oh. Ich will den Gummibaum hier. Ich will den Gummi bauen. Oh, ich kann ich will an das Buch da. Scheiß Stuhl. Ich bin zu blöd, auf einen Stuhl zu gehen. Ich bin dumm. Was ist da? Nein, das hat er mir alles erklärt. Oh Gott. Hallo. Nein, was ist geschehen? Ich wollte speichern. Oder geht das gar nicht? Na, warte, er hat mir doch erklärt, was es war. Ich habe nicht zugehört. Was ist da? Oh, mein Bildschirm. Was ist das? Ich spiele und mein Bildschirmschoner geht an. Oh, du altes Arschloch. Ich meine. Ah, hier kann ich durch. Speichern. Ich bin fertig. Nee, in den nächsten. Also, Waffenkammer. Das sieht mir aus nach einem Schwert. Ich gehe einfach mal da rein. Waffen! Yes! 100 Punkte. Da blinkt was. Pat. Du hast das Siegel gebrochen. Hörst du mich? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemanden, dem ich dienen kann.
Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Du Trottel, wenn du wüsstest, was du entfesselt hast. Was? Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viele vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt. Wirst du, du meine Gaben nutzen? Ja, der Meister hat dich nicht ohne Grund da unten eingesperrt. Du bist ein fieser Dämon, du bist ein Unterwelts. Warum, wie Feuer, wie es Fahrer wird? Was ist denn hier im Spiel los? Sterben alle, ist alles tot? Pest? Mörderische Gegner, was ist hier los? Man kriegt da gar keine Erklärung. Gut und böse. Ich habe jetzt rein interpretiert, dass das Eis geschmolzen ist und so. Und oh, ich habe überzogen. Wir sehen uns im nächsten Part, während ich mich weiter wundere. Tschüss.